Ja, hallo zusammen, ich gehe mal zur Seite. Ich habe euch mal nochmal für heute ein anderes Foto mal gezeigt. Also eben, ich glaube, das ist nochmal sehr deutlich, was wir hier haben. Wir haben hier eine Bühne mit Scheinwerfern. Und da wir ein Konzert haben, hat irgendjemand eben gesagt, ich mache mal ein bisschen Nebel mit der Nebelmaschine. So, und was bedeutet, dass wir diese komischen weißen Flächen sehen. So, wenn man jetzt jemanden fragen würde, was ist das da eigentlich, was wir sehen, dann würde wahrscheinlich einige Leute sagen, ja, das ist das Licht. Und andere würden sogar sagen, das sind die Lichtstrahlen. Das sind die Lichtstrahlen, die ich halt eben hier erkenne. Nun, wir wissen, warum wir das sehen. Wir haben es letzte Stunde gesehen, dass hier eben durch den Nebel, kleine Wassertröpfchen in der Luft sind, die angestrahlt werden und dieses Licht dann eben von diesen Wassertröpfchen in mein Auge fällt. Und damit sehe ich eigentlich nicht das Licht, sondern ich sehe den angestrahlten Nebel. Trotzdem würde man sagen, ja, okay, trotzdem ist es ja irgendwie mein Licht, was ich hier sehe. Ne? Das ist eben nur auf einem Umweg fällt in mein Auge. So, wenn man aber jetzt den Begriff Lichtstrahl hier anwendet, dann kriegt man ein Problem. Denn wir sehen auch hier, dass es sich nicht um ein etwas strahlförmiges handelt. Ein Strahl ist ja meistens etwas, was wir im Kindergarten halt eben so als Strich zeichnen, der in eine Richtung zeigt, sondern es ist ja eher so eine Lichtfläche, die sich verbreitert. Man nennt es auch Lichtkegel oder der Physiker würde hier sagen, ein Lichtbündel. So, wenn ich jetzt aber in irgendeiner Weise von Lichtstrahl rede, dann dürfte sich dieses Bündel ja eigentlich nicht verbreitern. Dann müsste es ja, wenn es tatsächlich als Lichtstrahl wäre, müsste es ja tatsächlich strahlenförmig sein, so wie eine Linie entlang. So, wie man das hinkriegt, dass das Licht tatsächlich wie ein Strahl aussieht, das zeige ich euch mal kurz. Ja, was wir hier sehen, ist ja genau dasselbe. Es ist in irgendeiner Weise kein Lichtstrahl, den wir haben, sondern es ist ein Lichtbündel, was auseinandergeht. Ich sehe diese weiße Wand, weil das Licht auf diese weiße Wand fällt und eben mein Auge. Aber ich bezeichne das als Lichtbündel, was ich hier tatsächlich eben in irgendeiner Weise sehen kann. So, das ist natürlich noch kein Lichtstrahl. Wie kriege ich da einen Lichtstrahl raus? Nun, ich kann das Licht ja mal daran hindern, dass es sich in irgendeiner Weise ausbreiten kann. Und wir sehen, ich habe jetzt so eine Art Blende und das Ding wird immer dünner. Und jetzt habe ich ja etwas, was in irgendeiner Weise als Lichtstrahl bezeichnet werden kann. Es ist ein bisschen dunkler geworden, ich hoffe, ihr erkennt es trotzdem. Ne? Und das auf der anderen Seite gibt es das auch noch. Gucken wir mal eben, das müsste auch noch eben zu machen sein hier. So. Da haben wir auch nochmal so etwas, so ein Lichtstrahl. Das ist tatsächlich konstruierbar. So ein, oder bitte nicht konstruierbar, herstellbar. Man kann das Lichtbündel so schmal machen, dass wir tatsächlich sagen können, okay, wir haben hier ja eigentlich einen Lichtstrahl. So, zu der Thematik gucken wir uns auch mal ein kleines Filmchen an, dass das Ganze noch ein bisschen verdeutlicht. Problem ist hier jetzt bekannt. Ist Licht ein Strahl? Dürfen wir das sagen? Ja und nein. Warum ja? Physiker haben mal definiert, dass Licht ein Strahl ist. Sie haben sich ein Modell geschaffen, das Lichtstrahlmodell. Ein Modell vereinfacht etwas und macht es ganz verständlich, für jeden. Und das Lichtstrahlmodell macht es uns in der Optik einfach. Vor allem in der Mittelstufe. Das Lichtstrahlmodell sagt, dass Licht ein geradliniger Strahl ist. Und das Licht geht immer geradeaus, bis ins Unendliche und noch viel weiter. Woohoo! Oder bis das Licht auf einen Gegenstand trifft. Dann geht das Licht auch nicht mehr weiter. Das Lichtstrahlmodell ist also super einfach und wird uns in der Schule in der Optik alles so einfach machen. Weil da müssen wir dann später nur ein Lineal anlegen und durchziehen, bis eben ein Gegenstand kommt. Konstruieren wir mal als Beispiel einen Schatten von einer Kugel. Wir haben eine Lampe und eine Wand etwas weg von der Lampe. Die Wand wird jetzt vollständig hell sein. Da stimmt ihr mir zu, oder? Klasse. Setzen wir eine Kugel vor die Wand. Wie groß ist jetzt ihr Schatten? Benutzen wir das Lichtstrahlmodell. Wir legen einfach einen geraden Lichtstrahl an die Lampe an. Und der geht knapp an der Kugel vorbei. Sieht dann so aus. Und jetzt haben wir mit dem Lichtstrahlmodell den Schatten der Kugel gemalt. Denn alle Lichtstrahlen, die auf die Kugel gehen, gibt es nicht mehr. Die Kugel fängt die ab und hinter der Kugel ist Schatten. Alle Lichtstrahlen, die vorbeigehen, die gehen bis an die Wand und machen die Wand hell. Für so Dinge brauchen wir dann später das Lichtstrahlmodell. Das macht dann alles einfach. Und warum habe ich vorhin gesagt, dass Licht auch ein Strahl ist? Die Physiker sind sich auch nicht ganz einig, was Licht ist. Es gibt noch das Lichtwellenmodell und das Lichtteilchenmodell. Also Licht ist Strahl, Welle oder Teilchen. Und je nachdem, was die Physiker brauchen, benutzen sie das jeweilige Lichtmodell. Wir brauchen aber im Moment nur das Strahlmodell. Und darauf können wir unsere Optik aufbauen. Ja, und das ist tatsächlich dann auch
das Wichtige an der ganzen Geschichte, dass wir mit Modellen arbeiten. Das Modell ist nur etwas in der Physik eben, was mir komplexe Situationen vereinfacht. Wo ich mir einfach vorstelle, eben, es ist nicht so komplex, wie es tatsächlich ist, sondern ich vereinfache mir das Ganze um bestimmte physikalische Begebenheiten oder Gegebenheiten eben zu erforschen. Und in der Mittelstufe und Unterstufe, so wie wir jetzt sind, betrachten wir das Licht als Lichtstrahl. Als etwas, was sich sozusagen in irgendeiner Weise geradlinig ausbreiten kann, entlang einer Linie als Lichtstrahl. Das hilft uns auf jeden Fall weiter, die wichtigsten Dinge, die wir in einem Physikunterricht jetzt hier machen werden, zu erklären. Ich habe das mal aufgeschrieben. Das Lichtstrahlmodell. Um sich die Ausbreitung von Licht besser verständlich zu machen, reduziert man ein Lichtbündel durch entsprechende Blenden auf einen dünnen Strahl. Also wichtig, Modell. Eigentlich gibt es keine Lichtstrahlen, es gibt Licht. Was Licht ist, ist ultra kompliziert. Wir tun nur einfach so, als wenn es halt eben aus Lichtstrahlen besteht. Und so ein Lichtstrahl, den kann ich mir auch halt eben künstlich herstellen, indem man ein Lichtbündel durch Blenden auf einen Dünnstrahl reduziert. Das ist jetzt hier mal ein Beispiel dafür, wie der Physiker arbeitet. Der stellt sich einfach halt eben etwas vor und versucht dann in irgendeiner Weise mit dieser Vorstellung zu arbeiten und bestimmte physikalische Begebenheiten an denen zu verstehen. So, das bitte abzeichnen, klarerweise. Das ist, sollte in eurem Heft stehen. Und jetzt machen wir mal die Anwendung des Lichtstrahlmodells. Und die Anwendung des Lichtstrahlmodells, die ist hier. Und zwar wollen wir uns mal tatsächlich überlegen, wie konstruiert man denn die Größe eines Schatten. Wir haben eine Lichtquelle. Und jetzt sage ich einfach gleich, der Physiker macht es sich einfach, erstmal wenigstens, der Physiker macht es sich einfach und tut so, als wenn die Lichtquelle punktförmig ist. Punktförmig, es gibt nichts Punktförmiges, aber wir tun so, als wenn diese Lichtquelle ganz, ganz klein wäre und wir sie als Punkt auffassen können. Das heißt, alle Lichtstrahlen, die mich interessieren, gehen von einem Punkt aus. Da muss ich mir keine großen Gedanken über die Ausdehnung der entsprechenden Lichtquelle machen, die interessiert mich erstmal nicht. So, hier habe ich mein Objekt, was sozusagen vor meiner Mauer steht. Und jetzt habe ich schon das Wichtigste gemacht. Und zwar habe ich hier Randstrahlen gezeichnet, so wie gerade im Video. Diese Randstrahlen berühren gerade noch eben den Bereich. Das heißt, alles andere Licht würde jetzt hier, wenn ich jetzt in irgendeiner Weise Nebel hier hätte, von der Nebelmaschine, dann würde ich hier dann würde ich hier überall irgendwie ein helles, irgendwie so helle weiße Pünktchen sehen. Das würde bedeuten, dass der Raum für mich etwas sichtbar gemacht worden wäre, weil von diesen ganzen Nebelpünktchen in meine Augen das Licht gestreut wird. So, hier auch. Hier wäre auch in irgendeiner Weise der Raum sichtbar, weil die Nebeltröpfchen das Licht in meine Augen streuen würden. Hier nicht. Hier kommt kein Licht hin, hier kann auch kein Licht gestreut werden. Das heißt ja nichts anderes, als dass wir hier einen Raum bekommen, der für mich dunkel bleibt. Da werde ich nichts erkennen können. Das wird für mich ein dunkler Raum sein. Und auch an dieser und hier an der Stelle, wo ich schon den Schatten gezeichnet habe, ist eben der Schatten zu erkennen, weil auf diese rote Wand kein Licht fällt. Und ich würde halt eben auch diese rote Wand nicht erkennen. Hier würde ich es ja sehen, rote Wand. Hier würde ich sagen, sehe ich nichts. Ist das immer noch rote Wand? Ist ja schwarz. Weil kein Licht hier kommt und dieses Licht nicht von der Wand in mein Auge kommen kann. So haben wir mal ein ganz einfaches Beispiel für das Lichtstrahlmodell, für die Schattenbildung, die ich damit machen kann. Und ich habe mal nachgemessen. Ich kann nämlich jetzt zum Beispiel sagen, und ich weiß halt eben, das habe ich gerade gemessen, wenn ich das jetzt nachkonstruieren würde, und ich würde mein Objekt 34 cm vor die Lichtquelle setzen und noch hinter dieses Objekt in 34 cm, das habe ich jetzt willkürlich so gewählt, in 34 cm die Wand stellen würde, dann würde ich die entsprechende Größe des Gegenstandes ausmessen, in dem Fall wären das 15 cm, und könnte dann hier hinten in meiner Konstruktion ablesen, dass in der Situation mein Schatten 30 cm
groß ist. Und damit bin ich halt eben im Physikunterricht. Damit halt eben überlege ich mir, wie ich mir mit Hilfe meines Lichtstrahlmodells eine Situation vorhersagen kann. Die Situation, Lichtquelle, 34 cm Abstand, 15 cm Höhe des Objektes, 34 cm Abstand, Mauer, 30 cm Schatten. So, das ist mein Beispiel. Und das macht ihr bitte zu Hause auch. Ich werde euch so ein paar Beispiele dazu geben, bitte. Alles wird mit Lineal gemacht und Bleistift oder Buntstift. Ne? Am besten Buntstifte, ihr seht halt eben, ich mache gerne mit Farbe, weil man dann halt eben viel mehr sehen kann, viel mehr verdeutlicht machen. Ne? Das ist die erste Anwendung von unserem Lichtstrahlmodell. Eine ganz einfache Konstruktion einer Schattengröße. Okay, da habt ihr hoffentlich zu Hause ein bisschen Spaß, wenn ihr das dann macht. Und ja, wir gucken mal. Okay, tschüss.